Satelliten für Operation Asche wurden an Admiral Versio geliefert. Die nächste Mission ist ebenso wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheimobservatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Das Imperium hier ist, dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, R2. Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt. Und damit willkommen. Ja, wir sind Luke Skywalker. Und wir gucken uns mal eben die Fähigkeiten an. Schub. Luke Skywalker nutzt die Macht, um Gegner vor sich mit seinem Schub über Kanten oder direkt in Gefahrenquellen zu werfen. Abwehr. Luke Skywalker bewirkt eine Entladung von Machtenergie aus dem Boden, die Gegner im Wirkungsbereich Schaden zufügt. Und der Sprint. Luke Skywalker erhöht mit der Macht sein Tempo, um schneller in eine beliebige Richtung zu laufen. Ja. Du bleibst hier, okay? Ja, macht er bestimmt. So, wir laufen los und ja. Da sind die ersten Sturmtruppen. Aber sie waren kein Problem für uns. Die haben wir mal eben schnell erledigt. So, aber ich würde sagen, da sind noch mehr. Zack. Auch Geschichte. Aber es sind noch mehr Sturmtruppen da. Wie soll es anders sein? Und da oben ist ein Sniper. So. Zack, Kopf ab. Der Kopf ist auch noch ab. Sonst würde das Imperium auch etwas. Zack, du bist auch Geschichte. So, wo ist denn der Sniper? Da oben war ein Sniper, ne? Der war da oben. Da ist er. Ja, dich habe ich gesehen. Na, zack, Kopfschuss. Ich habe noch nicht mal geschossen, mein Freund. Das warst du selber. Oh. Jetpack-Truppen. Wie man sie hassen kann. So, du bist Geschichte. Du auch. Von hinten. Das war aber gemein jetzt hier, mein Freund. Ich muss mich mal eben in Deckung begeben. So. Verstecken gilt nicht. Ja, da sind noch ein paar. Ich schubse dich mal weg. Dich mache ich alle. Und du machst dich selbst fertig. Zack, dich habe ich auch. So, da kommt noch einer. Aber du bist auch nicht würdig, gegen uns zu kämpfen. Wenn die starten, sieht das schon richtig geil aus. Na. Ha.
in Jedi Knight. Schön die Laser zurückgeschickt. So wollte ich das nicht. Macht Spaß. Ja. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt in diese mit Bernstein bedeckte Höhle. Meine Mama wird sich freuen. Ich müsste ihr da so ein paar mitbringen. Zack. Eingesteckt. So. Da unten ist etwas. Etwas Unnatürliches. Okay. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Die Sturmtruppen sind auch mit Bernstein bedeckt. Wir sind hier aber nicht in Jurassic Park, oder? Ja, vielleicht doch. Vielleicht doch. Ich bin nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Ey, da schießt mir noch nicht. Oh. Oh. Das war fast knapp. So, dich habe ich. Tja, nichts, was euch interessieren sollte. Lecker. Hallo? Hallo, kann mich jemand hören? Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Halten Sie still. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Nicht so gut. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Ein neuer Verbündeter. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Für dich auf jeden Fall. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es hier nicht schlimm? Es tut mir leid. Danke. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Noch mehr Käfer! Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Ja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Ich kenne nur einer. Zack. Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Huh?
Hast du es? Gut. Okay, wir sind die Eindringlinge. Der Bernstein. Er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Okay. Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist! Es steckt in dem Bernstein. Ich liege das Terminal frei. So, machen wir das mal. Besser. Verteidigungssystem aktiviert. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ich halte sie auf. Na super. Ja. Käfer, schlaf doch, Mann. Oh. Ja. Falls ihr es in der letzten Folge bemerkt habt, der Sound passt nicht ganz. Ich habe versucht, ihn jetzt ein bisschen anzupassen. Ich hoffe, es ist mir auch gelungen. Wenn nicht, entschuldigt. Ich prüfe das jetzt erst am Ende der Folge. Aber ich glaube nicht, trotz bringe ich die, also was heißt der Sound? Meine Stimme war leiser als die als der Spielesound. Und jetzt in so einer Situation könnte es sein, dass man mich schlecht versteht. Aber ich versuche lauter zu sprechen. Und ich habe auch ein bisschen am rumgefixt. Oh. Ja, ich muss dich ja beschützen, ne? So, hast du es gleich? Hilfe! Hä? Ihr arbeitet doch weiter, ich bin doch hier. Mann. Sind doch alle kaputt schon hier. Kein Ding. Hier. Ich bin Jedi-Meister. Das weißt du doch. Okay. Na, und die Käfer haben uns in Ruhe gelassen. So. Ein Terminal. Und ja. Ja, habt ihr es gedacht? Es ist in Bernstein gewesen. Oh, das sieht schön aus. Ich sehe keine weiteren Terminals. Nein? Die Terminals müssen in Bernstein stecken. Wir haben 4 Minuten. Dann explodiert das System. Zerstören Sie die Säulen und finden Sie sie. Schnell. Okay. Oh. Zack. Los geht's. Das war einfach. Okay, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Spielwitz. Vielleicht die Schwierigkeit gewünscht. Von ein paar Säulen zerstören muss ein bisschen unter Zeitdruck gerät, aber egal. Wir können weiter Käfer schnitzeln. Ein bisschen mit der Macht rumfliegen. Na? Ja, ne? Wir haben wohl beide Glück. So ein Machtstoß hier. So. Ja. Oh. Arbeite ruhig weiter. Ich erledige den Käfer. So. Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Ja. Ich brauche Hilfe mit den Käfern. Ja, ja, ich bin noch da. So. Ja. Sind doch alle Geschichte hier. Gut, dass es keinen feinden Feuer gibt, Kumpel. Oh, schießen die auch? Ja. Dann komme ich mal. Zack, dann sind wir.
Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist ein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein.